Schönen guten, mein Lieben, da sind wir wieder hier mit einer Runde The Long Dark. Jawohl. Oh, wir haben 49, wir haben eigentlich alles im Arsch. Wir sind auch müde, wohl, warte mal. Ich weiß auch nicht, haben wir, wie lange können wir denn, hätten wir denn täten? Scheiße. Ja, ist das mit ein paar Tage her, ne? Ich habe jetzt die Freitagsfolge, ist das heute hier, ne? Nehme ich an. War hier nicht ein Ausgang? Scheinbar nicht. Also, ich war ja... Ich hätte ja getätet. Warte mal, ich hatte... Oh, ich habe... was habe ich denn alles mit? Und warum habe ich das alles mit? Und überhaupt? Können wir das nicht alles mal eben hier reintun? War ich da stehen geblieben, dass ich das nicht... weiß ich nicht so genau. So. Ich übersehe hier schon mal ganz gerne was, ne? Und deswegen gucke ich jetzt ein bisschen genauer. Ach so, ich habe ja hier... Ich könnte diese Sachen, wollte ich vielleicht noch reparieren, ne? Diesen Parker zumindest mal. Weißt du, den wollte ich ja vielleicht reparieren. Und die Socken kann man auseinandernehmen. Ich glaube, das mache ich mal eben, ne? Warte mal, ich gucke nochmal eben, was ich noch so habe. 19 Stöcke ist nicht das Problem, das kann man hier lassen. Kann man nochmal hier 4 hier lassen. Können wir auch hier lassen, oder? Ach. Ach. Nö. Ich nehme mal mit, wa? Ich habe ja ganz viel Antibiotika. Das heißt, wir haben ja... Wir können ja, ne? Und wir können auch sowas bauen. Genau, dafür brauchen wir auch Stoff, ne? Am liebsten nicht. Weil hier sind nur noch Vorhänge. Die kann man... Och, ich habe ja 2 Nienchen. Oh, ich habe so schöne Sachen. Oh. Getränke haben wir auch. Sollen wir die hier lassen? So Getränkedosen. Getränkedosen können wir hier lassen. Kaffee lasse ich hier und einen Tee lasse ich auch hier. Das nehme ich schon ganz gerne mit. Sowas kann man schnell trinken und ja. Weiß Bescheid. So eine Beil. Eine Beil können wir auch mal hier lassen. Ich weiß gar nicht, was haben wir vor? Einen Dosenöffner lassen wir drin. Ein Messer habe ich irgendwo hingelegt. Ich würde das weglegen. Das auch. Das nicht. So. Da können wir uns antiseptische Geräte machen hier mit dem... Und 2 Stoff habe ich auch noch. Alles klar. So, jetzt pass auf. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir werden warm, wir werden warm. Wir kriegen noch Prozent wieder dazu. Das ist schön, ne? Wie viel hat man denn gerade? Weiß ich nicht mehr. Ist klar, ne? Ist klar soweit. Pass auf. Jetzt können wir aber mal, weil wir Hunger haben, ne? Könnten wir ja mal was essen. Wie wär's denn damit, ne? Also, wir haben ja immer Hunger, aber... Wir könnten mal essen, trinken eine Dose. Ich weiß auch nicht, wann wir schlafen gehen. Wann gehen wir denn eigentlich schlafen? Und so ein Kaninchen können wir auch mal essen, oder? Oder sollen wir sowas... Ne, ich weiß nicht. Das kann man auch später noch essen. Das kann man auch erstmal warm machen, ne? Vielleicht. Und so. Oder? Ich weiß immer nicht so genau, was besser ist. Weißt du? Oder hebe ich mir das Fleisch noch auf? Ich meine, wir haben jetzt erstmal ein paar Kalorien drin. Bah, weißt du Bescheid. So, pass auf. Ich will mir den Parker reparieren. Ich habe noch ein paar Sachen vor. Weißt du? Ob der vielleicht ganz gut ist, das weiß ich halt nicht, ne? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Oh, ich habe aber gar kein Nähset mehr, ne? Gescheitert, sagt er. Jetzt habe ich natürlich kein mein Nähset, ne? Das habe ich ja auch irgendwo hingelegt, das andere. Ich habe ja bestimmt eins gefunden hier, oder bin ich hier reingekommen, habe nichts gefunden. Ne, das war ja alles leer. Ich wollte zu dem anderen Haus nochmal eben, oder wie war das? Ja, ja, ich glaube, so war das nämlich. Oder bin ich da schon? Ich habe mich wieder nicht, ey, das ist doch scheiße, sowas, ne? Das ist echt kacke, Leute, muss ich mal sagen. Das muss ich ja jetzt mal loswerden hier, ne? Ich glaube, gib mal den Vorhang her. Oh, den nehme ich auch gleich mit, weil Schleimer dabei sind. Dude. Wir können ja schlafen. Wir können schlafen eigentlich ohne Ende, ne? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann mit dem Nähset jetzt hier. Wie jetzt? Kaputt Nähzeug, ja klar.
Dankeschön. Also, ich bin doch, weil ich so ausgelaugt bin, macht er das nicht, ne? Kann er nicht dann wahrscheinlich so gut, kann er die Nadel nicht mehr halten, so fertig ist er, ne? Quasi. Ich will mal eben ganz kurz einen Blick nach draußen schmeißen. Und, Hallo! Ach ja, genau, ich bin hier. Genau hier bin ich nämlich. Hier bin ich doch, weißt du ja. Und da gibt es nämlich was, was ich unbedingt gucken wollte. Und das kann ich vielleicht jetzt mal schnell machen, oder? Weil ich habe gesehen, ich sah nämlich einst einen Streif am Horizont. Weiter sah ich nicht. So, und dann war nämlich, glaube ich, hier unten, wenn ich das richtig beobachtet hatte, hier unten stand irgendwas, oder? Ist hier nicht das Boot irgendwo? Wo ist denn das Boot? Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ist das an der anderen Ecke oder was? Läuft, wir kommen klar, alles Klärchen, Marierchen. Was auf der anderen Seite vielleicht? Nee, liegt es da? Nee, wo ist es denn? Liegt doch irgendwo ein Boot, oder? Und ich meine an diesem Boot. Ich hasse das. Ich meine, ich hatte an dem Boot was entdeckt. Dachte ich. Gehe ich jetzt hier weiter? No, ich gehe mal hier weiter kurz. Mal einmal rum vielleicht. Da muss ja irgendwo das Boot sein, ne? Ja, ich habe Hunger. Ich habe, also die Sache ist die, und der Haken ist der. Also von dem Boot aus hätte ich auch so einen Orientierungspunkt zurück, ne? Zu den anderen Häusern. Das wäre so eine Orientierung, aber ich meine, bei diesem Boot stand auch irgendwas, da stand noch was rum. Stand da so ein Schützling? Wenn das nämlich da gestanden hat, dann wäre das nämlich ziemlich cool. Und hoffentlich ist es auch einer, den ich brauche. Ich sehe das Boot nicht oder ich bin schon drauf vorbeigelatscht. Das kann mir durchaus passieren, Leute. Ich bin schon wieder am Verhungern, ne? Minus 25 Grad und kalt ist mir natürlich auch, aber das ist jetzt halt zu wild. Das ist jetzt mal gerade nicht so schlimm, ne? Dass mal klar ist. Oh. Hier liegt Zeug. Hat das was zu bedeuten? Ist hier ein B? Ich meine, hier läuft ja einer rum, das wissen wir ja, aber... Ist der hier irgendwie unterwegs? Also genau, hier ist das seine... Sein Zuhause. Ich bin erschöpft bis zum Gehtnichtmehr. Das ist natürlich jetzt echt scheiße gerade, weil ich jetzt auch das Haus nicht wiederfinde. Ne? Kannst du mal da hochlatschen? Ja. Noch schon wieder Sachen, die man nicht machen sollte, ne? Oh, hallo, wer bist denn du? Kennen wir uns schon? Nein. Ich leide Erfrierungen. Ich habe auch nichts, hat er mir da gelassen, der Kleine, ne? Hat er mir irgendwas hingelegt hier? Nee, hat er auch nicht. Schade. Außer der Feder hat er mir hingelegt, das ist schon mal gut. Ja, da oben ist nichts, ne? Da ist das Po! Und da steht ein Ding. Den habe ich gesehen, nämlich, ja, aber erst später. Den möchte ich unbedingt noch mitnehmen, ja. Dankeschön, oh, ich bin so glücklich. Jetzt können wir vielleicht einen Pfeil bauen, nicht? Oder? Ich glaube schon. Dann bin ich hier ans falsche Ende gelatscht, ne? So, jetzt aber ab nach Hause. Lustig verhungern und alles dabei heute. Kommt man hier überhaupt da hoch? Weil da oben muss dann das Häuschen sein. Da hinten oben ist es. Das ist nicht mehr weit, mein Lieber, halt durch. Wir schaffen das nämlich. Und dann machen wir erstmal schön die Ausruhung. Da sehe ich noch was flattern. Sehr schön. Hat sich gelohnt, der Ausruh. Will ich sagen. Weil ich auch der festen Überzeugung bin. War natürlich wieder äußerst mit Risiko behaftet das Ganze, aber naja. Ne? Wer nicht wacht, der nicht gewinnt.
Will ich jetzt am Haus vorbei? Wo ist das Haus? Hilfe. Haus da oben. Ja, ja, gut. Alles klar, weiter. Also. Dein Magen tut weh. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Warte, wir schaffen es. Wir schaffen es auch. Wir schaffen es. No problem. Da ist unsere Rettung. Unsere Rettung. Wir haben es gleich geschafft, Baby. Jö, jö, jö. Aber jetzt müssen wir einmal rumlatschen und dann haben wir es. Dann haben wir es doch schon. Was ist denn los? Wir haben es geschafft. So. Das war gut. Ich finde, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ich finde, das hat sich sehr gelohnt. Das hat sich äußerst sehr gelohnt. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich werde den mal ablegen. Das ist doch der, woraus man Pfeile machen kann, oder? Vermute ich mal. Ich lege den einfach mal hier hin. Man wird sehen. Nächster ist leider defekt. Das können wir auch mal aussortieren dann, ne? Das können wir mal hier reinpacken. So. Schade, dass wir kein anderes haben. Ein bisschen doof ist das schon, ne? Muss ich sagen. So, wir haben's. 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 Alles gut. Wir haben alles gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier was... Komm, hier erstmal das Schnitzel hier. Das Schnitzel, dann diesen. Ich hätte aber meist die Dose noch. Ne? So, und na, das ist jetzt doof, ne? Das würde ich jetzt nicht nehmen. Nicht. Das würde ich jetzt nicht, ne? Wie viele Tage, warum... Du warst doch draußen. Hast du im Sturm nicht gemerkt, wie viel da Tageslicht da ist? Was ich jetzt mal gucken will, ich habe meine Klamotten ja, ne? Die sind ja ordentlich gelitten jetzt, oder? Alles nass, ne? Ist denn irgendwie was? Ne, ist nicht schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Hier außen, es geht alles. Oh, die hat gelitten, ne? Oder war die schon? Die war schon ziemlich ramponiert. So, wir können ja schlafen ohne Ende, ne? Wir können, aber müssten aber dann auch essen ohne Ende, ne? Sicher, was soll das? IS-4 sich solchen Dosenöffner holen? Oder soll ich das Messer benutzen? Wir haben einen Dosenöffner, ne? Wir haben einen hier sogar, ne? Den habe ich da unten reingelegt. Ist das besser vielleicht? Ich weiß nicht, ne? Aber eigentlich ist verlustfrei und so weiter ist ja auch mit dem Messer, aber das Messer ist ja auch noch für andere Sachen ganz gut. Deswegen möchte ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür benutzen, ne? Deswegen lassen wir das. Deswegen nehmen wir mal lieber das, den Dosenöffni. Da oben steckt ja auch kein neues Messer, ne? Das ist ja die Scheiße an der ganzen Geschichte, ne? Die KG. So, hier. Dosenöffner bitte verwenden, danke. So. Öffnen. Muss ich alles essen? Ne, muss ich nicht. Hallo. Ja, die 140 hätte ich noch reinschießen können, ne? Komm, ess auf. Ess auf, die Dose. Soll's. 800 Kalorien hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schlafen tun. 10 Stunden schlafen wir erstmal und dann sehen wir mal weiter. Ne? Erholen wir uns erstmal ein bisschen. Prost. Tage, 11 Stunden, 13 Minuten. 2 Stunden Dunkelheit übrig. Dann würde ich sagen, wir trinken was. Jetzt komm. Hören Sie mir auf. Das Reh können wir natürlich noch braten. Jetzt habe ich schon wieder... Ich wollte doch hier essen. Hallo. 600 Kalorien. Ah, wir können hier mal eine Stunde reinbeißen. Das geht so schnell, ne? Da muss man aufpassen. Naja, nicht so ganz geklappt. Aber was willst du machen, ne? So, dann können wir hier auch noch 2 Stunden heuer machen. Weißt du? Und dann haben wir es nämlich. Das ist das Gute daran. Also es hat auch Vorteile, ja, dieses Darmzeug. Die Parasiten haben echt Vorteile, ne? Die haben echt mal Vorteile. Jetzt ist es auch wieder hell, also nicht hell, wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen,
wollte ich denn sagen? Ich weiß es gerade nicht. Was wollte ich denn sagen? Ich brauche ein Nähset. Okay, wir wollen ja wir müssen zurück. Wir wollen ja auch zurück. Wir wollen ja eigentlich unbedingt zurück. Ne? Also zurück auf die andere Seite. Wenn wir jetzt alles wieder mitnehmen hier, sind wir bei 40. 40. Können wir mit 40 rennen? Nein, können wir nicht. Das ist natürlich auch blöd. Ne? Aber ich will jetzt auch nicht, weil unbedingt hierhin müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Das probiere ich, ne? Das probiere ich. Wir gehen da lang. Wir können zwar nicht rennen, das ist ein bisschen blöd, aber wir müssen auf unser Glück vertrauen. 87% und naja, das geht ja, ne? Können wir mit leben. Achso, Moment, ich kann ja mal eben gucken hier nach dem Dings. Dann können wir da nochmal hier zwei reinhauen uns. Weil wir haben ja noch genug. Wir haben reichlich davon, ne? Wir hatten ganz gut was davon, deswegen können wir die jetzt ruhig benutzen. Und wir haben, glaube ich, sogar noch irgendwo, oder haben wir irgendwo, ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben noch irgendwo welche liegen. Du leck die Kuh am Arsch! Das ist unser Untergang, ne? Weißt du ja. Alter Schwede, nein! Kann man sich nicht wehren hier? Hallo? Lass mich in Ruhe! Schreib mich nicht so an, Alter. Hau ihn um! Scheiße. Ich kann nichts machen, ne? Kann ich echt nichts machen? Boah, kommt der mir hier an, gelümmelt der. Ja, ja, guck mich noch so an, weißt du? Blutverlust, Infektionsrisiko. Mama! Da kommt der hier ums Eck. Was ist denn da? Du! Drecksack. Hat er sich jetzt umgedreht schon wieder? Nee, ne? Alter! Die Sau. Die Sau. Alter Schwede. Die Sau. So schönes Wetter und ich kann nicht los. Wegen diesem alten Drecksack. Habe ich Schmerzmittel mit? Mama. Schnell da rein. Boah, warte, herstellen, hier, diesen. Aber schnell. Boah, Alter, warum gedauert das so lange? Ich brauche sowas. Das war's? Das war's. Bolleck, warum? Ich esse was. Eine Kleinigkeit vielleicht. Ich esse mal so eine Dose. Trink mal die Dose, dann haben wir beides aufgefüllt. Das ist nicht sein Ernst, ne? Das ist nicht sein Ernst. Absolut nicht sein Ernst, ne? Ja, ich gehe wieder raus, ne? Weißt du ja. Alter, kommt der da? Ich denke, ich höre doch da irgendwas. Was höre ich denn da? Ich dachte erst, vielleicht ist es mein Magen. Oh, dann kannst du nicht rennen, weißt du? Der muss ja jetzt eigentlich... Hört sich das so an wie gerade? Nee, ne? Oh, Scheiße! Ich bin ja von hier hochgekommen, ne? Von dieser Seite. Alter, leck. Wenn jetzt ein Wolf... sind wir im Arsch. Wenn ich diesen Knorpel ja sehen würde, ne? Wäre ja auch schön. Wenn ich den ja sehen würde... Alter, jetzt geht mir aber die Düse, du. Jetzt gehe ich wieder rein.
Naja, ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein, weil ich habe mich überlegt, dass ich mich mal eine Stunde hinlege. Oder zwei. Oder drei. Mal gucken. Ich lege mich mal eine Stunde hin, damit wir so ein bisschen auffrischen. Ne? Alter, der war hot. Der war hart. Der war extremely hard. Ich werde mal 4 Stunden schlafen. Ich weiß nicht, wie viel er wieder hochgeht, aber vielleicht ist das gut. Vielleicht reicht das. Vielleicht, also, ne? Boah! 29%! Das ist nicht viel, mein Lieber. Das ist gar nicht viel, mein Lieber. Aber ich muss immer noch mal gucken, ob ich wirklich überall geguckt habe. Alter, das war ja vielleicht eine Scheiße. Vor lauter Dings nehme ich jetzt erstmal ein Dings auseinander. Ein Handtuch. So. Alter Schwede, du dieser... Dieser Drecksack. Dieser Drecksack. Das reicht nicht, um nach Hause zu gehen eigentlich. Also um... Ist das Sturm? Wenn das Sturm ist, wenn das so ein richtig schöner Sturm ist, dann kommen wir locker nach Hause. Aber wenn das so ein Sturm ist, der ausreichen würde, dass kein Bär und kein Wolf sich rumtreibt, da kommt der da mal eben um die Ecke, die Sau. Ich muss mich erstmal beruhigen, ne? Beruhig dich lieber, mein Lieber. Beruhig dich bitte. Ich gehe jetzt hier runter. Und dann gehe ich darüber. Grad ist kein Sturm mehr. Also ich weiß, wenn jetzt was passiert, wenn jetzt ein Wolf oder irgendwas, und wenn ich ihn nicht treffen, wenn ich ausgehe mit meinem Pfeil, dann war es das für uns. Das ist mir durchaus bewusst. Ne? Sehen tue ich nichts. Aber das ist ja auch nichts Neues. Nicht. Also da drüben haben wir irgendwo da Haus. Fast. Da drüben steht Erhütten. Oh nein, ich habe den Schössling. Da latscht der Bär. Da latscht der Bär. Ich habe meinen Schössling vergessen. Den muss ich haben. Also. Ne? Was Bescheid. Ich muss den Schüssling mitnehmen, den habe ich ja voll vergessen. Ich will ihn nicht nochmal hier hin müssen. Ich meine, jetzt latsche ich zwar wieder zurück. Außerdem müssen wir jetzt auch mal Pause machen hier. Ne? Oh Mann. Ätzend, jetzt sind wir immer noch in dem Haus. Komm, geh da hoch jetzt und weißt du. Ich fasse es nicht. Dieser Bär. Ich hab was gehört. Ne? Ich habe das gehört. Irgendwas habe ich gehört, aber dann... Ich dachte echt so, ist das jetzt mein Magen oder was? Oder so. Und plötzlich sah ich das Ungetüm auf mich zukommen. Und ja, das war den Rest der Geschichte, kennt ihr ja, ne? Leck, ey, das war scheiße. Wird der immer resettet oder was? Ist das der? Ne, ich weiß es nicht. So. Guck mal, dich hätte ich doch fast vergessen, ey. So, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Hoffe ich. Also, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.